Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig heute an diesem wunderschönen Sonntag. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Hier scheint die Sonne. Es ist kalt, aber wunderschön. So, heute habe ich für euch einen Tag, denn ich wurde getaggt von der lieben Anja und Maike von dem Kanal Book Friends Forever. Ich freue mich riesig, ihr Lieben. Danke, dass ihr mich getaggt habt. Und bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor. Die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen. Und somit wäre es Werbung. Ja, heute geht es um den sogenannten Kennenlern-Tag. Ich meine, ich habe ja schon mal so ein bisschen über mich erzählt. Aber hier sind heute noch so ein paar Fragen, wo man vielleicht das ein oder andere noch über mich erfährt. Und ich würde sagen, wir legen los. Die erste Frage: Lebst du noch in deiner Geburtsstadt? Nein. Ich wurde ja in der Stadt Dortmund geboren. Und zwar ist das schon eine recht große Stadt. Die hat 2021, ich muss mal kurz ablesen, 587.696. Mann, schwere Geburt. Und es ist die größte Stadt vom Ruhrgebiet und hat Platz 9 der deutschen großen Städte. Ja, meine Eltern haben dort mit mir 2 Jahre gewohnt, sind dann in eine Kleinstadt gezogen, haben dort gebaut und ich würde sagen, es war schon irgendwie Landleben. Mittlerweile lebe ich auch in dieser Stadt, aber in einem anderen Stadtteil. Ich lebe direkt in der Mitte. Es handelt sich nämlich um Kamen. Ich wohne direkt ziemlich zentral, habe aber meine Kindheit in einem Außenstadtteil verbracht. Und ich muss sagen, das war wirklich eine schöne Kindheit. Da gab es noch rundherum Wiesen, Felder, Riesenbäume. Für uns war das alles ein Abenteuerspielplatz. Mittlerweile, heutzutage, ist fast alles zugebaut mit Eigenheim. Ja, sodass ich sagen kann, war eine richtig klasse Kindheit für mich. Ich bin auch, muss ich sagen, mehr so der Mensch, der gerne in Kleinstädten oder auf dem Land lebt. Also so eine riesen Großstadt, wie eine Schwester von mir, die lebt auch in einer größeren Stadt. Und das ist mir einfach zu viel Trubel. Hier in der Kleinstadt, ich gehe auch aus der Tür raus. Ich habe hier eine Busverbindung, kann zum Bahnhof fahren. Wir haben eine Konzertaula, eine Stadthalle. Also von daher, es ist schon ganz nett hier. Frage Nummer 2. Welches ist deine Lieblingsblume? Also eine ganz spezielle Lieblingsblume habe ich nicht. Ich liebe eigentlich Blumen überhaupt. Also im Sommer auf der Terrasse habe ich überall Geranien stehen. Die hege und pflege ich dann auch, denn man muss schon was dafür tun. Sie regelmäßig abschneiden, das Verblühte und gießen und alles. Und dann hat man den ganzen Sommer über eine volle Pracht. Ansonsten liebe ich Orchideen sehr. Und im Laufe des Jahres gibt es halt mehrere Blumen, die ich so liebe, der Jahreszeit entsprechend. Also im Frühjahr finde ich es schön, Tulpen auf dem Tisch zu haben. Im Sommer habe ich oft Rosen oder auch bunte Sträuße. Im Herbst so mehr Dahlien, was eben halt gerade so aktuell ist. So, nächste Frage. Hast du ein Haustier? Nein, wir haben keine Haustiere. Wir haben viele Jahre lang ein großes Aquarium gehabt und das hat natürlich mein Mann mehr gehegt und gepflegt, aber es war sehr schön und beruhigend. Aber es ist nun mal einfach so, so ein Aquarium muss wirklich regelmäßig sauber gemacht werden, geputzt werden, Wasser gewechselt werden und wenn die Tiere oder die Fische krank sind, muss man Medizin geben. Und irgendwann hat es die Zeit einfach nicht mehr zugelassen. Wir haben allerdings auf einem Hof, vielleicht mit dem Auto ungefähr 8 Minuten entfernt, haben wir einen großen Garten, sag ich mal. Und da haben wir Keuteiche. Mein Mann zieht Keus. Und das ist wunderschön da, sich die Tiere anzugucken. Und aber so ein Haustier haben wir nicht. Bist du Links- oder Rechtshänder? Also ich bin definitiv Rechtshänder
Und ich habe vor 3, 4 Jahren, ja, würde ich sagen, habe ich meinen Riesenverband um die rechte Hand gehabt, weil mein Daumen operiert worden ist. Und ich musste dann, ich weiß nicht, 2 Wochen lang alles mit links machen. Und ich kann euch sagen, Leute, ich bin durchgedreht, weil meine linke Hand ist ja sowas von untrainiert. Das fing an, schon die Hosen zu machen oder Toilettengang. Also das war eine ganz schwierige Zeit. Und ich muss sagen, definitiv Rechtshänder. Hast du einen Führerschein? Ja, den habe ich noch vor meinem oder schon vor meinem 18. Geburtstag gehabt, weil für mich war es das Größte, einen Führerschein machen zu können. Und ich weiß noch, mein erstes Auto war ein Kadett C-Coupé mit Sportlenkrad. Und ach, das Auto habe ich geliebt. Aber ja, ich hatte viel Ärger. Es war ein altes Auto. Es musste oft repariert werden. Dann sind sie mir zweimal in das Auto hintereinander reingefahren. Beim zweiten Mal habe ich es dann von blau in rot umlackieren lassen. Und nachher sogar noch, nee, ich von blau nach rot und von rot nach dunkelblau. So, also mit dem Auto habe ich kein Glück gehabt. Aber wie gesagt, Führerschein habe ich. Spielst du ein Musikinstrument? Ja, heutzutage spiele ich keins mehr. Aber ich habe als Teenager, oder das ging schon in der Grundschule los, ich habe Blockflöte gelernt, Altflöte und Piccolo. Wo ich dann etwas älter wurde, hatte ich Gitarrenunterricht an der Musikhochschule. Das hat mir großen Spaß gemacht und da war ich auch eigentlich schon recht gut. Aber das Problem war, das haben immer Studenten unterrichtet. Entschuldigung. Das haben immer Studenten unterrichtet und die haben immer gewechselt, sodass ich in einer Tour neue Lehrer hatte. Der eine hat nach Noten gespielt, der andere nach Akkorden. Und irgendwann habe ich schlicht und ergreifend die Lust verloren, weil dieser Wechsel, das ging mir ja sowas von auf den Keks. Ja, damit war es dann vorbei. Ich habe auch Orgel angefangen zu lernen, weil eine Tante oder eine meiner Patentanten Orgel gespielt hat. Aber nachher ist das auch im Sande verlaufen. Ja, aber ich glaube, wenn ich mich heute hinsetzen würde, Blockflöte und so, ja, würde ich immer, glaube ich, noch hinbekommen. Ich habe auch nach Noten gespielt, von daher, ja. Über welches Buch hast du zuletzt intensiv nachgedacht? Ja, das Buch, worüber ich zuletzt sehr nachgedacht habe, ist das Buch von Susanne Abel, Stay Away from Gretchen. Das habe ich nämlich im letzten Monat gelesen und ich fand, es war ein unglaubliches Buch. Das hat mich sowas zum Nachdenken angeregt. Nicht nur, weil es ja auch um das Thema Alzheimer geht. Und da geht einem schon im Kopf herum, was würde passieren, ja, wenn du das bekommen würdest, wenn einer aus deiner Familie das bekommen würde. Und man macht sich dann schon so seine Gedanken. Und es ist auch noch ein anderes Thema in diesem Buch sehr präsent, sondern da geht es auch um das Thema Hautfarbe. Und ich muss sagen, dieses Buch fand ich mega und ich habe es weggelegt und habe da gesessen und habe wirklich nachgedacht. Tolles Buch, kann ich euch nur empfehlen. So, dann ein Buch, das du schon oft gelesen hast. Ja, da gäbe es auch mehrere, aber ich sag mal, die liebe Maike hat ja zum Beispiel Rebecca Gablé schon euch vorgestellt. Das habe ich auch schon mehrmals gelesen. Ich zeige euch wieder ein Buch, was ich auch schon in ganz vielen Texten und so gezeigt habe, nämlich Ken Follett, Die Säulen der Erde. Diesen Klopper habe ich auch schon in meinem Leben 3-mal gelesen. Und ich entdecke auch jedes Mal immer wieder etwas Neues, wenn ich dieses Buch lese. Es spielt im Mittelalter. Es ist ein großer historischer Roman und es geht um den Steinmetz Tom Bilder und seine Familie. Und er ist, wie gesagt, Steinmetz und träumt davon, eines Tages eine Kathedrale zu bauen, wo die Säule halt in den Himmel reichen, Richtung Gott. Und er muss viel in seinem Leben ja aushalten, durchmachen. Und seine Frau gebärt ihm
nochmals einen kleinen Sohn, da sie aber während oder kurz nach der Geburt stirbt und es ja schlimme Zeiten sind und Tom nicht weiß, wie er den Kleinen durchbringen soll, wird er ausgesetzt, aber er wird unterwegs gefunden und auch zu einer Kirche gebracht. Und es ist halt die Geschichte von Tom Bilder, seinen Kindern und auch von Familienangehörigen und Freunden. Unglaublich gut geschrieben, detailgetreu, auch wie Ken Follett die ganzen Arbeiten an den Kathedralen beschreibt und was es halt früher für Schulen gab und um das überhaupt erstmal auch zu lernen. Ein unglaublich gutes Buch und ein Epos. Also wer wirklich auf Historisches steht, dem kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja. Dann kam eine Frage, die finde ich sehr schwer zu beantworten. Wer ist deine Lieblingsautor, Lieblingsautorin? Welches Buch von ihm würdest du für den Einstieg empfehlen? Ich habe unglaublich viele Lieblingsautoren oder Autoren, die mir richtig gut gefallen. Ich habe unter anderem, wie gesagt, Rebecca Gablé, Ken Follett, Donna Leon, Judith Lennox. Habe ich euch My Favorite Author auch schon mal was drüber erzählt. Dann Nora Roberts und ach, ich weiß nicht was. Aber das sind alles Autoren und Bücher. So war Ewald Ahrens habe ich auch letztes Jahr oder so für mich entdeckt. Es gibt unglaublich viele und ich finde die Frage auch sehr schwer. Aber dann fiel mir ein, ich stelle euch einfach mal so eine Reihe vor, die der Goldmann Verlag jetzt so in den letzten Jahren gemacht hat. Und zwar war das Entdecken und Gewinnen. Da konnte man was gewinnen und es wurden ganz viele Autoren vorgestellt. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Ich glaube, das sind alle Bücher, die ich davon habe. Ob es noch mehr gibt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist auch teilweise schon eine ganze Zeit her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber ich finde diese Reihe, die verschiedene Autoren vorstellt, richtig gut. Und die haben damals so ein Cover gehabt, wo eben hier an der Seite immer so ein Buchrücken war, wo nochmal die Autorin steht und alles in so einem Orange enthalten und die hatten alle so ein Sticker. Und ich muss sagen, also ich fand die Bücher, die ich mir besorgt habe, ich fand die alle gut. Die hatten alle was Besonderes. Dieses Buch zum Beispiel von Fiona Davis, Wovon sie träumten, da ging es um ein Haus, das in New York sich befindet. Und Rose ist eine junge Dame, die in einem Apartment einzieht. Und im Lift trifft sie immer öfter so eine ältere Dame. Die ist so eine ganz ungewöhnliche Erscheinung. Und Rose fasziniert sie. Und vom Portier erfährt sie, dass eben Darby seit den 1950er Jahren hier lebt. Und dieses Haus hieß früher Barbizon. Das war ein Wohnheim für junge Frauen und irgendwie trifft Rose nachher ein Schicksal. Sie kann nämlich nicht ahnen, dass sie irgendwie mit Barbies Geschichte verknüpft wird. Und Barbie trägt auch immer einen Schleier und sie hat ein dunkles Geheimnis. Also das ist ein wunderbarer Roman, der hat mir sowas von gut gefallen, über die großen Träume und eben auch über New York. Also wunderschön. Dann das nächste Buch war von Jenny Ashcraft, Das Echo unserer Träume. Das ist auch eine Geschichte, die auf zwei Zeitebenen spielt. Da geht es 1897 in Singapur los. Es gibt zwei Schwestern, Harriet und May. Und die leben auf einem Anwesen von einem strengen, David Keeley hieß er, genau. Und er will eine von den beiden Frauen als Frau nehmen. May versucht ihm zu gefallen. Und Harriet, die möchte eigentlich ihr eigenes Leben führen. Und sie trifft auch irgendwann auf den wohlhabenden Alexander Blair. Ja, und David ist total eifersüchtig und irgendwann gibt es
eine furchtbare Tragödie. Dann haben wir einen zweiten Strang, der spielt 1941. Da geht es um die junge Ivy Harcourt und ja, sie entdeckt eines Tages in Singapur ein Geheimnis ihrer Großmutter, die May heißt. Auch wunderbar, spannende Geschichte, sehr, auch ein bisschen exotisch, richtig gutes Buch. Dann, ja, Kelly Estes, Die Seideninsel, dieses Buch, ach, dieses Buch fand ich mega. Da geht es um ein Stück Stoff, wo eine chinesische Geschichte erzählt wird. Und dieses Stück Stoff findet, ja, Inara Erickson heißt sie, genau, die erbt von einer Tante, nämlich eine alte Villa und auf Orcas Island in den USA. Sie hat als Kind oft ihre Sommer dort verbracht und ihre Tante hat ihr das vermacht. Und dann irgendwann auf einer maroden Treppenstufe entdeckt sie so ein Geheimfach, wo ein Stück Stoff drin ist. Und da wird dann halt von der Chinesin Mai Lien, genau, wird eine Geschichte erzählt und sie fängt an zu recherchieren. Und ja, eine wundervolle Geschichte, also mega, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also ich muss sagen, da hat der Goldmann Verlag mal wirklich tolle Autorinnen vorgestellt für Leute, die so, ja, Geschichten auch auf zwei Zeitebenen lieben. Also für die ist das auf jeden Fall was. Dann das nächste Buch, Das Geheimnis der Schneekirsche von Lisa Marx. Die Geschichte startet auch 1914. Die Mutter erkrankt und ja, es geht um die junge Lehrerin Selma Wallenstein. Die reist ins ferne Tsingtau, weil ihr Vater dort als beim Reichsmarineamt arbeitet. Und sie entdeckt natürlich da eine faszinierende Welt und trifft da wohl auch auf die große Liebe Paul, mit der sie schon mal einmal was verbunden hat. Aber das Glück ist nur von kurzer Dauer. Auch diese Geschichte, wunderschön. Also hat mir auch mega gefallen. Deswegen, also alle Geschichten im Grunde genommen, die da rausgekommen sind, sind toll. Genauso wie Noah Elias, Antonias Töchter. Da geht es auch darum, dass Antonia kurz vor Kriegsende von einem Gut, ihrem Landgut in Preußen flieht und sie zieht nach Köln in ein Stadthaus der Familie, aber weil sie halt Geld braucht, vermietet sie einzelne Zimmer unter und wir treffen da dort auf ganz exzentrische Leute, die halt Bewohner werden und ja, Antonia hütet natürlich auch ihr Geheimnis über die Identität ihrer Kinder oder ihrer Tochter und ja, irgendwann kommt auch alles raus und auch ein wunderschönes Buch, richtig, richtig gut, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich habe dann noch zwei Bücher aus dieser Reihe, und zwar Die Hochzeitsschwestern von Jamie Brenner. Auch da geht es um eine Familie, die drei Töchter hat und die wollen alle relativ gleichzeitig heiraten, aber die Eltern können sich das nicht leisten, so groß ist das Budget nicht. Und dann wird halt eine gesamte Hochzeit geplant, worüber die Kinder natürlich nicht so glücklich sind. Und es kommt bei diesem Hochzeitsevent auch schon vorher, kommt es zu richtigen Problemen, es kommen Überraschungen auf den Tisch und ob das Fest dann noch gerettet werden kann, naja, das müsst ihr halt selber lesen. Also auch richtig klasse Buch, hat mir auch mega gefallen. Ja, und nicht zuletzt noch von Emma Cooper, Der Klang unserer Herzen. Das ist auch schon eine ganze Zeit her. Da geht es um Melody King, die hat ein seltenes Leiden. Ah ja, genau. Die ist irgendwann am Kopf verletzt worden und seitdem ist es so, immer wenn sie in Stress gerät, fängt sie an zu singen und meistens natürlich in den unpassendsten Momenten. Egal, ob jetzt an der Supermarktkasse oder mitten in der Schulaufführung vom Sohn und kein Arzt und kein Psychologe kann ihr helfen. Und ihren beiden Kindern ist es natürlich auch furchtbar peinlich. Aber es ist auch so, der Vater der Kinder ist vor 11 Jahren verschwunden.
Und das hält die Familie auch irgendwie zusammen. Dann ja, treffen sie oder stoßen sie irgendwann auf eine Vermisstenanzeige und das passt genau auf Melodies Mann. Und plötzlich steht das ganze Familien, ja, Leben Kopf. Unglaublich gut, mega gut. Schaut doch mal, alle diese Bücher gibt es noch im Taschenbuch. Ich weiß nicht, ob die noch hier mit diesem mit dieser Entdecken- und Gewinn-Serie ausgestattet sind, aber das ist ja egal, man kann die Bücher ja auch so lesen. Ja, tolle Geschichte, alle miteinander. Ja, ich fand diesen Tag richtig gut und ich hoffe auch, dass der euch gefallen hat. Ich weiß nicht, wer den schon alles gemacht hat. Ja, ich tagge jetzt einfach mal alle Leute, die Lust haben, den Tag zu machen. Fühlt euch herzlich eingeladen. Tags finde ich persönlich immer gut. Es gibt auch Leute, die mögen Tags nicht so. Aber mir hat er gefallen. Nochmal ganz lieben Dank an die liebe Anja und die liebe Maike. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut vielleicht beim nächsten Mal wieder rein. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns. Hallo, liebe Bücherfreunde, ich bin's nochmal. So, ich habe ja mir vorhin überlegt, Mensch, ich habe jetzt gar keinen getaggt und jetzt habe ich mir überlegt, ich tagge doch noch Leute. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ich tagge den Kanal Das Bücheruniversum. Ich tagge die liebe Nadi von Nadis Bücherwelt. Ich tagge die liebe Elena von Elena Tadi. Ich tagge die liebe Anke von dem Kanal Die lesende Frau. Und ich tagge die liebe Monika von dem Kanal Seitenraupe. So Leute, jetzt bin ich aber weg und ich hoffe, ja, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.